und herzlich willkommen zu meinem 25-minütigen Kurzhanteltraining für den ganzen Körper. Schnappt euch zwei Kurzhanteln um die 5 Kilo und wir legen direkt los mit Sumo Squats. Hierfür habt ihr einen hüftbreiten Stand, die Zehenspitzen zeigen leicht nach außen und ihr drückt euch aus der Ferse nach oben. Spannt in der obersten Position schön euren Po an. Und so, finde ich, gehen die Kniebeugen nochmal viel mehr auf den Glut, als wenn man zum Beispiel einen schulterbreiten Stand hat. Wir machen jede Übung um die 15 Wiederholungen. Ich gebe euch immer Bescheid, wenn wir mit der nächsten Übung startet. Also müsst einfach nur nachmachen, was ihr in dem Video seht. Wir machen weiter mit den Lunges. Hierbei gehen wir mit einem Bein über Kreuz nach hinten und strecken gleichzeitig die Kurzhantel vor unserer Brust nach vorne. Somit geht diese Übung auf die Beine, den Po sowie die Schultermuskulatur. Nur noch wenige Wiederholungen, ihr habt es gleich geschafft. Nun nehmen wir beide Kurzhanteln und machen weiter mit dem rumänischen Kreuzheben. Hierbei ist es wichtig, dass der Rücken gestreckt bleibt und wir, wenn wir runtergehen, wie den Po nach hinten rausschieben. So spürt man sehr die Oberschenkelrückseite und den Po. Und nicht so doll den unteren Rücken, wobei der bei dieser Übung auch mit belastet wird. Ich zeige es euch noch einmal von der Seite, wie das Ganze ausschaut. Also wichtig ist einfach, gerade zu bleiben und kein Hohlkreuz oder Buckel zu machen mit dem Rücken. You need a golden calculator to divide. The time it took to look inside and realize the real guys go for real. Nur noch 3 Wiederholungen. Die letzten 2. Und die letzte Wiederholung. Ihr habt es geschafft. Wir legen eine Hantel beiseite und machen weiter mit dem Rudern, einer Übung für den Rücken. Hierbei stützt ihr euch auf einem Oberschenkel ab und zieht die Schulterblätter nach hinten zusammen. Allgemein machen wir alle Übungen in unserem eigenen Tempo. Und hier ist es mega gut, dass wir beide Arme einzeln trainieren, weil man so auch Disbalancen ausgleichen kann, weil oft ist die linke Seite dann doch etwas schwächer. Ich starte jetzt hier auch mit der linken Seite und gebe euch Bescheid, wenn wir die Seite wechseln. Und wir wechseln einmal. Rechte Seite. Wieder auf dem Standbein abstützen und nach oben rudern. Vom Gefühl her die Schulterblätter zusammenziehen. Ohne Schwung arbeiten. Ich weiß, den Rücken zu spüren vor allem braucht viel Zeit und Übung. Aber irgendwann bekommt ihr die Mind-Muscle-Connection und könnt euch darauf konzentrieren, dass ihr jetzt wirklich den Rücken ansteuert beim Training. Die letzten 3 Wiederholungen, nur noch
2, 1 und ihr habt es geschafft. Wir machen weiter mit beiden Kurzhanteln, Schulterdrücken über Kopf. Presst die Kurzhanteln über eurem Kopf zusammen, geht dabei die Full Range of Motion, also wirklich schön bis unten runter, bis oben über den Kopf. Achtet auf eure Atmung, bewegt beide Arme gleich nach oben, hier auch wieder merkt man manchmal den schwächeren Arm und es brennt jetzt schon ordentlich, aber ich finde eine gute Schultermuskulatur super, super schön und dafür ist Schulterdrücken einfach eine mega gute Übung und Seitheben, das kommt auch noch später. Mega gut, jetzt kommt das Seitheben. Stellt euch leicht vorgebeugt hin, streckt die Arme, umso weiter die Arme gestreckt sind, umso schwieriger wird es. Also wenn ihr eine leichte Beuge habt, ist es etwas leichter. Hier könnt ihr natürlich auch weniger Gewicht nehmen, wenn das jetzt zu schwer sein sollte. Und dann macht die Bewegung wie ein Schmetterling. Auch hier versuchen, nicht mit Schwung zu arbeiten, sondern schön aus der Schulter die Bewegung nach oben. Ihr habt es geschafft. Wir machen weiter mit den Bizeps Curls. Hierbei hängen die Arme einfach nach unten und wir curlen schön im Wechsel nach oben. Versuchen, den oberen Arm, ich stelle mich mal seitlich hin, gerade zu lassen und wirklich nur aus dem unteren Teil vom Arm zu curlen und nicht mit Schwung zu arbeiten. Immer schön im Wechsel, rechter Arm, linker Arm. Das ist ein richtig schönes Brennen, was ihr jetzt hier spüren solltet. Aber ich finde, das Brennen von den Bizeps Curls kann man immer sehr gut aushalten, weil es dann doch eine recht kleine Muskelgruppe ist. Und wir legen die Kurzhantel ab, nehmen eine über Kopf und machen eine Übung für den Trizeps. Auch hier finde ich super gut, mit einem Arm zu arbeiten. Und ich pushe die Kurzhantel über meinem Kopf nach oben. Ihr könnt auch mit der anderen Hand euren Trizeps fühlen, wie der sich bewegt, wie das in der Muskulatur ankommt. Das hilft auch manchmal ein bisschen, um den anzusteuern. Auch hier den kompletten Weg gehen. Versuchen nicht, euren Kopf zu treffen mit der Kurzhantel. Und wir tauschen die Seite. Wieder über Kopf nach oben und schön hinterm Kopf hochcurlen, runter, pushen. Die letzten 5, 4, ich weiß, das ist hart, noch 3 Wiederholungen, aber ihr schafft es, 2, 1 und ihr dürft die Kurzhantel ablegen, sehr, sehr gut, wir kommen auf den Boden und machen weiter mit dem Bauch. Sit-Ups komplett einmal hinlegen und aufsetzen. Den ganzen Weg mit Gewicht. Ja, ein Sixpack-Work wird in der Küche geschaffen, aber trotzdem finde ich es sehr hilfreich, Bauchmuskeln mit Gewichten zu trainieren, damit der Muskel einfach wächst und noch eher sichtbar werden kann.
auch wenn es hier natürlich Veranlagung ist, wie ausgeprägt die Bauchmuskulatur bei jedem ist. Macht auch hier euer eigenes Tempo. Versucht ohne Schwung zu arbeiten. Ich weiß, das ist schwierig, vor allem weil wir uns ganz aufsetzen. Und wir bleiben sitzen mit einer Kurzhantel und machen Russian Twist. Drehen uns immer zur Seite, der Blick folgt auch zu der Seite und treffen somit die seitliche Bauchmuskulatur mit Gewicht. Und noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft! Wir starten in die zweite Runde. Yay, es geht wieder los mit den Sumo-Squats. Ich habe einfach gemerkt, wenn man zwei Runden mit Gewicht 15 Wiederholungen macht, hat man einen super Muskelaufbau bei Homeworkouts. Deswegen noch eine Runde, ihr wisst, was euch erwartet, aber dann seid ihr wirklich, wirklich durch und wir machen noch ein richtig schönes, kurzes Stretching danach. Aus den Fersen nach oben drücken und pushen. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und wir machen weiter mit den Lunges. Stellen uns hin, gehen mit dem einen Bein nach hinten und pushen die Kurzhantel nach vorne. Immer schön im Wechsel. Und nach vorne pushen. Und wenn die Arme irgendwann schwach werden und ihr nicht mehr nach vorne gestreckt bekommt, dann lasst die Kurzhantel einfach vor eurer Brust und haltet sie fest, weil ich weiß, das brennt jetzt richtig, richtig hart. Aber jede Übung ist nur noch ein einziges Mal dran. Und um euer Ziel zu erreichen, müsst ihr durchziehen. Und das Ding an der Sache ist, ihr wisst, danach werdet ihr euch gut fühlen. Und deswegen haltet ihr das auch durch. Nur noch wenige Wiederholungen. Nicht nachlassen, komplett runtergehen, den ganzen Weg. Geschafft! Ihr nehmt beide Kurzhanteln und wir machen weiter mit dem Kreuzheben. Den Po nach hinten schieben, die Beine gestreckt lassen, nur eine ganz, ganz leichte Beuge, damit wir schön den hinteren Oberschenkel und den Po spüren. Konzentriert euch auf eure Atmung, führt es sauber und kontrolliert aus, nicht nach oben reißen. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that. Und wir haben es geschafft. Wir legen eine Kurzhantel beiseite und machen weiter mit dem Rudern. Ihr wisst Bescheid, schön die Kurzhantel in den Rücken bzw. die hintere Schulter ziehen. Die Schulterblätter ziehen sich zusammen.
wir haben einen festen Stand und konzentrieren uns nur darauf, in den Rücken zu ziehen. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need. Und wir wechseln einmal die Seite, nehmen die Kurzhantel in die andere Hand und let's go. 2 3 One life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second. And the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm 7, schon die Hälfte geschafft. 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14 und die letzte Wiederholung, 15, sehr gut. Wir nehmen die zweite Kurzhantel dazu und machen weiter mit dem Schulterdrücken über Kopf. Pushen. Ich weiß, das ist jetzt sehr, sehr hart, aber es sind nur noch Schultern, Trizeps, Bizeps, und der Bauch dran. Kleine Muskelgruppen, das Schlimmste habt ihr geschafft. In weniger als 10 Minuten sind wir schon fertig und da ist noch Stretching mit drin. Also easy going. Ich bin auch schon richtig am Kämpfen hier. Die letzte Wiederholung und wir machen direkt weiter mit dem Seitheben. Schön die Kurzhanteln gleich nach oben bewegen, leicht vorgebeugt stehen und hierbei auf die Schultermuskulatur konzentrieren. Ihr habt es gleich geschafft und wir machen weiter mit den Bizeps Curls. Schön im Wechsel, rechter Arm, linker Arm curlen. Ihr könnt auch gerne die Kurzhantel etwas eindrehen, also von der Seite im Hammer Curl nach oben gehen und dann zu euch drehen. Das ist eigentlich recht einfach da, den Bizeps gut zu treffen. Wie gesagt, den oberen Bereich vom Arm schön ruhig halten und curlen. Einfach curlen, bis ich Stopp sage. Die letzte Übung für den Bizeps. Nur noch Trizeps und Bauch danach. Und ihr dürft hier Kurzhantel ablegen, eine behalten, über Kopf curlen und wir machen Trizeps drücken über Kopf. Zeig's euch einmal von hinten, wie es ausschaut. Schön über den Kopf nach oben in den Himmel pushen. Und pushen. Sehr, sehr gut. Gleich ist der rechte oder linke Arm schon fertig. Keine Übung mehr für diesen Arm. Und wir wechseln die Seite. Über Kopf und pushen.
letzte Übung, bevor es zum Bauch geht. Und Bauch ist easy. Bauch ist im Sitzen, Stretching ist im Sitzen. Also gleich wird's entspannt. Haltet durch. Und wir haben es geschafft. Wir setzen uns einmal hin, nehmen die Kurzhantel in die Hand und machen komplette Sit-Ups. Vom Liegen bis zum Sitzen. 2 3 Wir haben schon 7 Wiederholungen geschafft. 8 9 Die ersten 10 und nur noch 5 4 3 That's when I knew that I wanna spend the rest of my life. 2 1 Und die allerletzte Übung steht an, die Russian Twist. Twistet zur Seite, nach rechts, nach links, nach rechts, nach links und folgt eurem Blick, wo ihr mit der Kurzhantel hingeht. Immer schön dorthin gucken, seitliche Bauchmuskulatur. Danach sind wir fertig. Nur noch wenige Wiederholungen. Ihr habt es geschafft, ihr dürft die Kurzhantel beiseite legen, eure Füße zusammentun und im Schmetterlingssitz die Beine nach unten drücken bzw. lockere Bewegungen machen, euren Kopf gerne etwas kreisen oder zu einer Seite bringen und einfach durchatmen. Wir strecken die Beine aus, fassen unsere Zehenspitzen und ziehen uns leicht nach vorne. Einfach so weit, wie ihr runterkommt. Es geht jetzt nicht darum, so beweglich wie möglich zu sein, sondern den hinteren Bereich vom Oberschenkel zu entspannen. Das zieht jetzt auch bis in den Po hinein. Wir nehmen ein Bein über das andere und drehen uns in die gegenüberliegende Seite. Das Ganze knackt bei mir mal ganz schön im unteren Rücken. Und dann tauschen wir einmal die Seite, drücken das Bein nach hinten, schauen in die gegenübergelegte Seite. Als nächstes lassen wir die Beine einfach zu beiden Seiten fallen, gehen mit den Armen nach hinten, spüren eine Dehnung in den Schultern, im unteren Rücken und entspannen einfach. Und wir legen uns nach vorne und schieben den Po nach hinten, den die Schultermuskulatur. Nehmen einen Arm zurück, dehnen speziell nochmal den einen Arm, drücken die Hand in den Boden, wechseln den Arm, schieben auch hier unseren Po nach hinten. Setzen uns auf unsere Füße. Auch diesen Sitz kann man trainieren, dass man es schafft, so nicht nach hinten zu kippen. Und richten uns jetzt
ganz, ganz langsam auf, kommen wieder im Tag an, haben etwas für uns getan, was uns ein Stück näher an unser Ziel bringt. Danke, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Workout wiedersehen.